Ich kann sie einfach nur zur Routinekontrolle eintragen. Wir impfen und testen auf Herzwürmer. Dr. Oles erster Patient heute trägt eine Marke. Das ist Nitro, ein Malinois. Officer Nitro ist seit 2 Jahren Burnout-Users Partner. Ich nehme kurz Blut ab. Der Maulkorb ist nur zur Sicherheit. Nitro ist eindeutig lieber im Dienst als beim Tierarzt. Es kann sein, dass er jetzt aggressiv ist. So passiert nichts. Diese Hunde müssen körperlich topfit sein, um in den Einsatz gehen zu können. Sind sie nicht fit, kann es schnell gefährlich werden. Deshalb müssen Diensthunde gesund und fit sein, um einen guten Job machen zu können. Und einmal pro Jahr muss er zur Kontrolle. Heute ist er zum 2. Mal hier. Alles gut. Das war schon. Ich bin leidenschaftlicher Polizeihundeführer. Ich trainiere diese Hunde und arbeite tagtäglich mit ihnen. Und Dr. Ole ist jemand, der seinen Job genauso liebt wie ich meinen. Deshalb bringen wir unsere Hunde immer am liebsten zu Dr. Ole. Der Herzwurmtest ist negativ. Alles klar. Sollen wir ihm auch was zur Vorbeugung geben? Absolut. Hey Nitro, wie geht's? Gut, dass er den Maulkorb aufhat. Okay, mein Guter, ich verstehe. Der Polizeihundeführer und sein Hund haben eine enge Beziehung zueinander. Er hat mich gerade als Gefahr für Officer Huser oder sich selbst wahrgenommen. Und da er das von Berufswegen macht, will ich wirklich nicht von ihm gebissen werden. Er ist am Einsatz denselben Gefahren ausgesetzt wie Officer Huser selbst. Und für die Polizei hierzulande sind diese Art Diensthunde wirklich eine große Stütze. Ich wollte dich nur streicheln. Fangen wir lieber hinten an. Ich will dich nur untersuchen. Okay, Bauch fühlt sich gut an. Und er hat beide Hoden. Bravo, Nitro. Soweit ich sehe, ist Officer Nitro fit und kerngesund. Jetzt impfe ich ihn gleich noch. Ganz ruhig. Jetzt kann der Maulkorb ab. Alles in Ordnung. Wir geben Ihnen noch was gegen Herzwürmer mit. Danke für Ihren Einsatz. Danke. Na klar doch. Alles Gute. Mein Name ist Peter Olaf Alkenbrack. Aber schon seit meiner Geburt nennen mich alle immer nur Ole. Hi, Dr. Ole. Wie geht's, Ole? Hi, Ole. Und seit er vor 25 Jahren die White Mountain Tierklinik eröffnet hat, ist er für Tierfreunde hier im Norden Arizonas Dr. Ole. Danke, Ole. Gerne. Ich war schon immer verrückt nach Tieren. Ich war die Art von Kind, das ständig nur in die Bibliothek wollte, um dort alles über Tiere zu lesen. Das ist keine Strumpfbandnatter. Der kleine Ole hätte sich nicht im Traum ausmalen können, mit wie vielen verschiedenen Tierarten er später mal arbeiten würde. Von gewöhnlichen Haustieren. Sie heißt Pepper, weil sie so resolut ist. Cool. Hi, Pepper. Bis hin zu faszinierenden Wildtieren. Und auch nach all den Jahren bin ich noch genauso fasziniert von Tieren wie eh und je. Egal welche Spezies, ich liebe sie alle.